Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Boss Simulator 21. Wir machen heute weiter mit unserem nächsten Missionchen. Das heißt, Aufgabe, Aufgabe, Aufgabe. Das heißt, Lakeside View geht heute, glaube ich, geht heute an Kragen. Plus, hier fehlt eine Haltestelle, ne? Warte mal, ich gucke gerade. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass wir da tatsächlich heute sogar noch eine Haltestelle haben? Warte mal. Oder 25, ich glaube, es wird immer rich. Warte mal, ne, das war nicht das, was ich suchte. Ist das die? Warte mal, hey. Ach, hier. Die ist das. Genau. Lakeside View, das müssen wir noch machen. Und diese erste Haltestelle hier vorne müssen wir auch noch machen. Die fahren wir auch direkt. Und dann geht's los hier bei Boss Simulator 21. Ich bereite mich jetzt gerade so ein bisschen auf meine Urlaub vor. Ich bin immer noch mit in der Vorproduktion, klar. Mein Boss Simulator kann ich jetzt bald abschließen. Hi Chef, möchtest du übernehmen? Ich würde gerne übernehmen, ja. Das wäre. Das ist sowieso meiner. Ich habe ihn auch bezahlt. Also raus da. So. Genau. Die nutzen wir jetzt hier ein bisschen, um die Mission abzuschließen. So, was haben wir hier? Ist hier ein Fenster, was ich mal aufmachen kann? Hat die Möhre kein Fenster? Okay. Wundert mich gerade, dass der kein Fenster hat. Okay. Sag ja, ich bin so mal jemand. Ich bin jemand, der fahre gerne mit offenem Fenster. Naja. Gut, egal. Nicht schlimm, nicht schlimm. Ich hoffe, dass wir das heute hier abschließen können, das Thema, und dann kann man nämlich die nächsten Missionen angehen, die nächsten Teile angehen. Habe ich ja gerade ausgebaut werden. So, die Yosemite Street kann abgeschlossen werden. Einfache Fahrt bitte. Ja, das geht gleich weiter. So, dann bediene ich jetzt mal raus hier, diese Yosemite Street. Da. Einmal raus aus dem Fahrplan. Und. Warte mal. Oh Gott. Entschuldigung. Ich habe eigentlich eine Tablette genommen gerade. Also ein bisschen wieder Heuschnupfengeschichte. Warte mal, warte mal. Santa Clara Avenue. Genau, Yosemite das habe ich. Street. Änderung übernehmen. Yosemite Street. So. Okay, Danke. Upsi. Hab ich dir bitte was geschenkt. So. Aber ist nicht weiter tragisch. Wie gesagt, Geld haben wir genug. Können zwar nicht jetzt unbedingt ohne Ende verschenken, aber wir haben trotzdem. Ja, jetzt genug. So, nächste Haltestelle ist die. Das Wechsel. Ja, hallo? Ach, du bist das, Rüdiger. Ja, pass auf. Ach, meine... Nee, es geht um meine Haare. Ja, die Haare, die wachsen, also momentan, die wachsen jetzt nur noch. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Ich brauche einen Haarschnitt. Nicht Haarschnitt, Haarschnitt. Wann kann ich vorbeikommen? Hast du Termine? So. So, dann fahren wir hier rum. Im Gelenkbus ist es nicht immer ganz so einfach, aber es geht schon. Passt perfekt. Bisschen ungewohnt jetzt Kreisverkehr auf falschem Reihe zu fahren. Normalerweise ist es ein Kreisverkehr, ist ja mal rechts rum und eine Spur, und hier sind es ja zwei Spuren. Oder was muss ich gerade gucken? Doch, hier links. Da ist die Haltestelle und das ist die Haltestelle. Lakeside View Center. Leider kann man so noch nicht aufbauen. Okay. Also heute geht es auf jeden Fall erstmal darum, diesen Teil hier wieder aufzubauen. Also das, was wir eigentlich auch schon in den letzten ein, zwei Folgen gemacht haben. So, da geht es jetzt weiter zum Limited Sea Drift. So,
Ich kann gucken, wo der lang will. Ah, ist ja praktisch, dass die Haltestelle direkt hier vorne ist. Oder? Ne, ist die 4. Aber es ist trotzdem richtig rum. Also müssen wir jetzt also. Ich würde sagen, wir müssen jetzt erstmal nach Sedentary zurückfahren, damit wir die nächste Haltestelle haben. Also wie gesagt, hier Yosemite Street, die haben wir ja rausgenommen jetzt mittlerweile. Die ist abgearbeitet. Ich hoffe, dass wir es heute in der Folge hinbekommen. Dass wir heute so eine Folge hinbekommen, diesen Teil hier abzuschließen, dann kann man nämlich weitermachen. Also die nächsten Stadtteile sind nicht alle so groß. Es sind jetzt ein paar natürlich dabei, klar. Gold Island wird noch ein Thema werden. Und aber ich kriege schon irgendwie hin. Wie lange das dauert, kann ich jetzt auch natürlich noch nicht sagen, aber es dauert halt alles ein bisschen. Jo, aber ich habe mir uns einen Store gefunden in den DLC für dieses Spiel. Das kostet 12,99, wenn ich es richtig im Kopf habe. Zwei neue Stadtteile. Das sind nämlich die beiden gesperrten Stadtteile, tatsächlich. Deswegen sind die auch gesperrt, weil ihr die noch nicht fahren könnt. Mit neuen weiteren Missionen. Aber die machen wollen, muss ich gucken. Habt ihr da Bock drauf? Könnt ihr ja auch in die Kommentare schreiben. Genauso wie zu dem Thema. Mit dem. Oh, ist ja Anthony. Ist abgearbeitet. Jo, passt. So. Jetzt heißt es hinten Lakeside View. Santa Clara Avenue. So, die mal rausnehmen. Die haben wir nämlich schon auf 5. Und Änderung übernehmen. Ja, ja. Gut. Okay, wir müssen jetzt tatsächlich eine vierte Haltestelle mit dazu nehmen. Ist aber nicht weiter tragisch. Nehmen wir es so mit dazu. Halt, nehmen wir die da oben. Nehmen wir doch die Yosemite Street. So. Gut. Level 98. Zwei Level noch, mein Name aus. Also, ne, SN Anthony ist jetzt komplett abgearbeitet. Das heißt, ich kann ein Häkchen machen. Sekunde, ich kann mal ein Häkchen mal machen. Spring of Affection läuft erst seit letztem Jahr und hat schon 600 Folgen. So, warte. Ich muss mal eine kluge Liste mal rausholen. Keine Sorge, es geht schon. Geht schon gleich weiter. Warum auch immer du jetzt vorrückt, was fällst. So. Machen wir es denn? San Antonio, hier oben ist es. Perfekt. So, ich habe mir eine Liste mit allen Shotgun gemacht, nämlich. Um die abzuarbeiten. Um alle Haltestellen. Oder beziehungsweise alle Stadtteile abzuhaken, die ich schon mittlerweile auf 5 habe. Das heißt, wir sind im Norden schon fast durch. Es ist jetzt nur noch dieses hier. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wir es heute hinkriegen. Achso, da hat seine eine geschlafen, ne? Das war gerade die Meldung eben. Wo waren wir dich denn? Da bist du. Was? Ach so. Hier. Oh ja. Gut, das ist jetzt nicht schlimm, aber es ist ein bisschen Kohle dabei. Fahrkarte. Moin, Fahrkartekontrolle. Wir sind eh schon zu spät, aber du hast eine, ne? Ich hab sie doch schon gezeigt. Okay. Hier ist meine Fahrkarte. Entschuldigen Sie die Kratzer. Ich musste sie mir von einem Fuchs holen. Ist mir. Du willst nicht? Du darfst nicht? Ja, willst du nicht? Ich blockiere gern die Bustür, wenn ich einen schlechten Tag habe, damit der hübsche Busfahrer mit mir spricht. So, gut. Alle Fahrkarten kontrolliert, das heißt, es sind alle. Einer oder der Rest mit. Passt. Ja, wie gesagt, Rainbow hoffe ich, dass es auch soweit alles so funktioniert, wie das soll. Also läuft auch gerade so ein bisschen durch. Ich bin jetzt gerade auch da wieder ein bisschen am Schneiden. Genauso wie jetzt hier beim Bus-Simulator, da ist aber auch schon. Das ist jetzt mehr oder weniger schon die Folge für heute. Sollte eigentlich, wenn es richtig im Kopf ist, Sonntag sein. Sprich, ich brauche jetzt noch diese Folge. Also heute komme ich quasi dann wieder. Dann muss ich quasi für morgen noch eine Folge machen. Dann können wir die schon vorbereiten. Können wir schon durchbringen. So.
So, dann fahren wir da eigentlich schön in die Haltestelle ran. Da vorne steht schon der Kollege. Volvo, ne? Ja. Eine schöne Tasse Tee am Ofen. Heute gab es Kaffee. Haltestelle kann ausgebaut werden. So. Hey. Gut, normale Fahrkarte, noch eine Karte brauchst du. Hab ich den Herrn ausgemacht? So. So. Nächste Stelle Arlington. So, da hat einer über die Straße, das passen wir noch ab. Dann geht's hier vorne nach Arlington. Genau. Und dann das Lakeside View Center und dann geht's weiter. Wir sind zwar mit 2,5 Minuten im Rückstand, aber es ist egal. Alter, kann ausgerufen werden. Ach, die ist jetzt auf Level 4, ne? Gott. Einfache Fahrt. Dann müssen wir zumindest noch einmal fahren. So, normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte. Okay. Sally, wir machen das gleich anders. Wir binden gleich schon die Haltestelle ein für die nächste Route. Wo wir das hier auch gemacht haben. Das war dann wahrscheinlich Gold Island an dem. So, nächste Haltestelle ist hier das Lakeside View Center. So, jetzt muss ich gerade ein bisschen gucken, dass ich hier nicht zu schnell reinfahre. Keine Meldung bekommen, dass wir die. Doch, bis der Bus ist schon. Jetzt bin ich wahr, dass er schon leer ist. Die verarschen? Das ist doch nicht leer. Hallo? Ihr sollt immer aussteigen? Aber wahrscheinlich ist das, weil ich einmal rum muss, auf die andere Seite. Was sind die Schüler? Was sind die Schüler falsch an euch? Hallo? So, fahren wir das ein. Also das ganze Spielchen jetzt einfach rum. Wahrscheinlich weiter mit. Der Fahrgast muss aussteigen. Ja, das ist jetzt Pech gehabt. Warte mal. Das ist ein bisschen was. Bis vor es wieder heiß ist. Der Fahrgast vergessen. Nein, jetzt sind wir raus. Wie gesagt, eigentlich ist es verboten. Aber wir machen das ganze Spiel immer. So, Lakeside View Center, das heißt, das ist hier rechts. Lakeside View Center. So. Gott sei Dank. Lakeside View Center. So, Lakeside View Center, das fehlt uns jetzt schon. Wie viel fehlt uns denn überhaupt in Lakeside View noch? Eine Haltestelle, ne? Da unten. Gut, dann bauen wir die nämlich jetzt aus. Und dann sind wir, glaube ich, durch, genau. Dann kann man nämlich anfangen, hier unten das Thema Gold Island anzugehen. Old Silo. Das fehlt uns nämlich auch noch. Das machen wir nämlich dann jetzt. Arlington and Lake Anza. Genau. Arlington Lake Anza, ja, okay. Route wählen. Ich muss jetzt ein bisschen umbauen. Wann kommt Arlington Lake Anza?
Ach komm, wir fahren die noch zu Ende. Vielleicht kriegen wir sie sogar hin. Dann kann man so. Dann machen wir so. Dann baue ich die danach um. Baue ich die dann in der nächsten Folge um. So. Jetzt fehlt ja, wie gesagt, doch Arlington. Dann hätten wir so. Haben wir komplett. Ist das hier gleich? Endstation, okay. Ja gut, zu spät, ist klar. Ich habe eh noch ein bisschen Zeit rausgeholt. So, dann fahren wir kurz eben nach die. Das machen wir nämlich nicht, machen wir nicht jetzt. Gehen wir jetzt tatsächlich erstmal hier das Thema Lakes in View und in der nächsten Folge geht es auch mit Gold Island weiter. Weil die müssen wir nämlich auch noch mitarbeiten, abarbeiten. Dann haben wir das Thema auch da. Arbeiten wir so ein bisschen ins Landesinnere, also Stadtinnere. Ach, Glück gehabt. War gerade so rumgekommen wahrscheinlich. Ich habe die bisschen die Länge für den Bus unterschätzt. Das ist halt das Problem beim Gelenkbus. So, nächste Haltestelle ist wie gesagt St. Louisburg. Die brauchen wir nicht ausbauen, aber danach die. Wenn wir die abgearbeitet haben, wenn wir die jetzt fertig kriegen, hätten wir es. Sogar komplett. Das wäre super. So. So, da sind wir schon. Okay. Keine. Also gut, jetzt ist es eh wurscht, aber die nächste, die ist wichtig. Die nächste schließt uns dann. So, letzte Haltestelle. Ah, kommst du mal rein, bitte? Dankeschön. So. Arlington Lake Answer. So, die nächste müssen wir jetzt auf jeden Fall ausbauen. Da stelle ich mal eine aus. Das ist eigentlich ganz gut. Ich hoffe es, wie gesagt, dass wir es hinkriegen. Dann wird das Thema dann. Dann hätten wir nämlich Lakeside View auch weg. Oh, Alter. Da stehen viele Leute. Oh, das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Vielleicht sagt er jetzt gerade wegen der Nachfrage. Wir müssen sie ja immer wieder abfahren, ne? Nicht vergessen, das Meeting geschafft. Mit dem Vorstand vorzubereiten. Perfekt, wir haben's. South Regatta. Gut, nächste Haltestelle ist, dann haben wir jetzt Lakeside View weg. Die fahren wir noch zu Ende. Wir haben auch schon einiges geschafft, ey. Normale Fahrkarte, Wochenkarte und in der nächsten Fall geht's um Cloud. Alle weiter. Karte. Weiter geht. Dankeschön. So, nächste Haltestelle ist das Lakeside View Center und dann machen wir hier einen kleinen Break. Dann haben wir das Thema Lakeside View heute auch abgearbeitet. Und sein Endturnier natürlich gekapselt. Also wieder zwei neue Stadtteile. So. Wenn man weiterfahren würde, dann kann ich nämlich auch hier rein. Ich habe neulich mit Spring of Affection angefangen und verstehe jetzt endlich den Aufstand. Ach, das ist gar nicht die Endhaltestelle. Jetzt verstehe ich das gerade. Warum da eben keiner ausgestiegen ist. Okay, das sehe ich jetzt gerade erst, weil die Leute mich auf der anderen Seite stehen. Nein, die nächste Haltestelle ist die ist das nächste View Center. Jetzt verstehe ich das auch gerade, warum die da erst, warum keiner ausgestiegen ist in der letzten Halt am Lakeside View Center. Wie schön, das war voll schon Seite einfach. Aber das ist so ein bisschen tricky gemacht auf jeden Fall. Wie gesagt, es gibt ja zwei Haltestellen pro Seite, aber. So. Dann gehen wir jetzt da rein, fahren rüber
Weil die Karre da so. Ja, das muss ich jetzt so machen, weil der so komisch steht. Hallo? Ich hab schon. Ich bin nicht Amanda. Ich hab sie verwählt. Ja, tschüss. Will ich verarschen? Wieso steht hier keiner mehr? So, will ich hier eigentlich mit jetzt oder was? Ne, will ich. Als ob ich jetzt welche, dass ich einmal komplett umgedreht bin jetzt oder was? Ja, also, scheiß drauf. Komm, egal. Wir haben sie ja eh abgearbeitet. Ist jetzt eh, es geht jetzt eh nur noch um aufwerten, aufwerten, aufwerten. Das wird auch die nächsten, keine Ahnung, bestimmt 20 Folgen sein. Bitte alle aussteigen. So. Nächstes habe ich schon keine ausgebaut, ist aber jetzt egal. Gut. In der nächsten Folge geht's dann weiter mit dem Thema. So, die kann man nämlich löschen. So, plopp. Jo. So, in der nächsten Folge geht's dann weiter mit dem Thema Gold Island. Blake Anser Road. Moment, Lakeside View kann ich auch abarbeiten. Hab ich das jetzt? Lakeside View, hab ich ja schon abgehakt? Ja, hab ich sogar schon abgehakt. Okay. Das ist geil, wenn wir schon alles fertig haben. So, jetzt muss ich gerade gucken. Thema, wie machen wir das jetzt? Wobei Coyote Bush nicht wirklich groß ist, ne? Das heißt, wir können eigentlich... Wir nehmen sie komplett mit rein. Wir nehmen Coyote Bush und... Shocks Roadside Service. Shocks Roadside Service. Die brauchen wir nicht mit reinnehmen. Quarry aber... Coyote Bush North. Coyote Bush North, das ist auf jeden Fall ein Himmel. Gold ist Island Tourist Center. Kriegst du wieder hoch? North Harbor Way. West Cove. So. Old Silo. Old Silo. Island Inn. Und alle, den brauchen wir jetzt nicht nochmal mit reinnehmen. Gut. Warte, die nehmen wir, ich nehme die doch mit rein, weil dann haben wir so einmal komplett alles drin. Und nehmen wir jetzt, fahren wir als nächstes Coyote Bush. Nehmen wir jetzt Coyote Bush und Gold Island mit dazu. Route konfigurieren. Dann fahren wir das nächste, jetzt die zwei halte die Dinger ab. Coyote Bush. Gold Island auf 5. Genau. So. Gold. Island. Auf 5. So. Anbinden. Änderung übernehmen. Nö, brauche ich nicht. Mache ich selber. Wir sind in der nächsten Folge wieder dann bei Let's Play Bus Simulator 21 und dann geht's halt, wie gesagt, hier unten ein bisschen weiter mit den zwei, diesen zwei, also den Norden nochmal. Der Norden gehört es uns. Und dann fehlen uns hier unten die Haltestelle und dann können wir so nach und nach immer Greenwood, Copperpot, so ein bisschen ins kleines Innere vorweiten und dann sind wir einmal in einem Rutsch durch. Ja, es dauert halt noch ein bisschen. Aber es wird und ich merke gerade so ein bisschen, dass es jetzt alles wächst. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ja, bis dahin und tschüss beim Bus Simulator 21.